Oma 60, 70 oder 80. Als sie geboren wurde, da machte dieses Land sich auf einen neuen Weg von der Monarchie quasi über Nacht in die Demokratie. Da waren aber Menschen, die wollten keinen Wandel, verdienten Milliarden am Krieg, am Waffenhandel. Und diese alte Militaristenbande war hierzulande noch zu sehr viel imstande. Doch war da ja die neue Regierung im Lande. Die hatte man gewählt wegen ihrer Versprechen. Die großen Ländereien, die Stahlwerke und Zechen sollten allen gehören und nicht nur ein paar Bossen. Die Rehrücken, Trüffel und Champagner genossen, während Soldaten auf Hunger der Arbeiter schossen. Was tat die SPD in Berlin an der Spree? Kompromisse und taten niemandem weh. Was tat die SPD in Berlin an der Spree? Kompromisse und taten niemandem weh. Die alte Elite saß fett und träg, wie die Made im Speck und ging nicht von selber weg. Hörst du jetzt mal her? Willst du es gar nicht wissen? Wie Menschen, Wölfe, Menschen, Schafe zerrissen. Verschluckst du dich mit Wissen, ein Gewissen, lecker Wissen. Denkst du, dein Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen? Dann halte dir am besten jetzt die Ohren zu. Worum es hier geht, ist ein Tabu. Was soll das Ganze, fragst du, wie juckt das schon? 1920 war hier Revolution. 1920 war hier Revolution. Es war 1920, März in diesem Land, da marschierte nach Berlin im geschlossenen Verband die Brigade Erhard, überall bekannt, schon damals mit dem Hakenkreuz in schwarz-weiß-rotem Band. Sie wurden so genannt nach ihrem Kommandant. Und sie sangen, wir schlagen alles kurz und klein, also weh dir, du Arbeiterschwein. So marschierten sie dann also nach Berlin hinein, so marschierten sie dann also nach Berlin hinein, so marschierten sie dann also nach Berlin hinein. Ah, es war alles gut geplant, und zwar von langer Hand, von Marquis-Fabrikant, Generalmajor-Leutnant. Die Regierung übermannt, sozusagen überrannt. Sorgte sich ganz eklatant um ihren Fortbestand. Floh dann kurzerhand nach Stuttgart in das Schwabenland, so wie ein Emigrant. Und jetzt wird es interessant, mit dem Rücken an der Wand, rufen sie den Aufstand. Leute, bitte nehmt die Sache jetzt mal selber in die Hand. Wir rufen auf zum Generalstreik und zum Widerstand. Hörst du jetzt mal her, willst du es gar nicht wissen? Wie Menschen, Wölfe, Menschen, Schafe zerrissen. Verschluckst du dich mit Wissen, ein Gewissen, lecker Bissen? Oder denkst du, wenn du Wissen lernst, dann sind Ruhe küsst? Halte dir am besten die Ohren zu. Worum es hier geht, ist ein Tabu. Was soll das Ganze, fragst du, wie juckt das schon? 1920 gab's die Revolution. 1920, Revolution! Da war der Spuk vorbei, trotz der Taten der Soldaten, der Putschisten, Polizei. Von der Isar bis zur Mordekampfer, da kein schöner Land, dazu ist unsere weit und breit als diese schöne Märzenzeit. In dieser schönen Märzenzeit, das war Frühling. Frühling. Wäre doch schön, wenn es endlich Frühling wäre. Darauf gewettet, die Regierung war gerettet, war nun wieder an der Macht, so wie auf Rosen gebettet. Jetzt hätten sie die Wogen gerne wieder geglättet, doch weil die Geister, die sie riefen, nicht mehr schliefen, weil die Menschen nicht einfach wieder auseinander liefen, sondern Forderungen hatten. Nicht nur Bitten nach Bestrafung der Täter und Frieden in den Hütten, wie die SPD in Berlin an der Spree. Die gleichen Soldaten, eine ganze Armee, die gleichen Soldaten, die sie gerade noch verraten.
was die dann taten, steht nirgendwo zu lesen, aber so ist das gewesen. Hörst du jetzt mal her, oder willst du es gar nicht wissen? Die Menschenköpfe, Menschen scharf verzerrissen. Verstehst du nicht nur Wissen, ein Gewissen, lecker Bissen, oder denkst du dein Gewissen ganz auf das hohe Kissen? Halte dir am besten jetzt die Ohren zu, worum es hier geht, ist ein Tabu. Was soll das Ganze heute, wen juckt das schon? 1920, Revolution! 1920 gibt's Revolution! Dankeschön.